Hallo, servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder drauf geklickt hast. Wir feiern einjähriges Jubiläum vom Bio-Siegel. Und ich hoffe, wir finden ein paar Antworten heute auf der tollen Veranstaltung, was es so ergeben hat, warum es so ein Kampf in der EU war und warum es auch so wichtig ist, für uns als Endkonsumenten auf so ein Siegel zurückgreifen zu können. Warum ist es für uns Bürger so wichtig, dass wir so ein Siegel haben, auf das wir zurückgreifen können? Ja, weil jeder nachvollziehen kann, woher das Produkt kommt. Selbst wenn die Menschen Bio einkaufen wollen, können sie nicht sicher sein, dass dieses Bio-Produkt aus Bayern kommt. Es werden Produkte aus China, aus Ägypten und aus anderen Ländern eingeführt und rezertifiziert. Und deswegen habe ich im letzten Jahr in Brüssel ein neues Siegel notifizieren lassen, wo diese beiden Trends, Bio und Regio, miteinander verknüpft werden. Ich will den Bio-Absatz in Bayern fördern, also mit bayerischen Produkten, weil das würde ja der Philosophie von Bio widersprechen, wenn wir tausende von Kilometern quasi solche Produkte erst mit viel Energieaufwand und mit Umweltbelastung importieren müssten. Wir wollen die Frische, die Nähe, die kurzen Transportwege und die Vielfalt unserer bayerischen Produkte auch entsprechend dem Verbraucher anbieten. Herr Pauke, heute haben wir gerade vorhin eine ganz tolle Führung gehabt, sondern glaube ich, einen sehr speziellen Supermarkt, oder? Dankeschön. Was macht diese tolle Location denn so besonders? Ja, das ist ein ehemaliges Kinogebäude, ein Gloria-Palast bis 1974. War dann noch in einer anderen Nutzung zwischenzeitlich und wir hatten vor 2 Jahren die Gelegenheit, hier mit unserem Vermieter zusammen einen Vertrag zu machen und haben dann hier einen doch leider sehr aufwendigen Ausbau gehabt und haben dieses Kinogebäude dann in einen Supermarkt, und das ist aber uns wichtig, dass ein feinkostorientierter, hochmoderner, leistungsfähiger Bio-Supermarkt mit über 12.000 Artikeln, mit frischen Theken, da sind wir halt besonders stolz drauf. Wir haben ein begehbares Kühlhaus für Obst und Gemüse und wir haben hier in München das Glück, eine sehr qualitätsorientierte, eine sehr gut informierte Kundschaft zu haben, die eben sehr viel Wert auf Qualität legt, die auch, sagen wir, Preis-Leistungs-Verhältnis natürlich als wichtig erachtet, aber die eben Qualität auch zu schätzen weiß. Eva, sag mal, wie ist es so als Bio-Königin? Sehr, sehr interessant. Sehr interessant. Und ich finde es auch immer wieder schön, zum Beispiel hier auf diesem Erlebnis so viele Menschen, die sich mit solch einer Leidenschaft für den biologischen Landbau oder die biologische Lebensweise engagieren. Jetzt habe ich vielleicht ein paar Zuschauer da draußen, die vielleicht noch nicht Bio-Fans sind. Gibt es da vielleicht eine Frage, die du ihnen stellen könntest, wo sie selbst drüber nachdenken? Im Grunde genommen eine Frage, ja. Es ist eher so, es empört mich, wie viel weggeschmissen wird. Warum manche Menschen sich einfach keine Gedanken machen, was sie essen. Dass es Massentierhaltung ist, dass es billig ist, dass Menschen ausgebeutet werden. Warum ihr Bewusstsein da nicht sensibel ist dafür, sowas zu essen. Das war wieder eine Folge von Monaco Deluxe. Ich verabschiede mich aus Basic Bio Supermarkt hier in Leim. Ihr müsst echt mal vorbeikommen, also nicht nur die Bio-Fans, sondern alle anderen auch. Denn allein der Supermarkt ist schon echt ein Highlight. So einkaufen zu können, ist echt schön. Gerade hier in München, wo doch viele Supermärkte immer so klein und verwinkelt sind, ist so eine große Fläche, die so schön eingerichtet ist, echt ein Hingucker. Und zum Thema Hingucker, du möchtest keine weitere Folge mehr von uns verpassen, dann hier draufklicken und abonnieren und lass uns einen Daumen hoch da, denn wir sehen uns wieder beim nächsten Mal bei einer Folge von Monaco Deluxe.